oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, grüß dich und hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge. Es geht um eine Android-App, der App Focus, mit PH geschrieben, Portrait Mode Editor. Zum Zeitpunkt der Aufnahme kostet die App 1,29 Euro, normalerweise wohl 2,39 Euro, wenn ich das richtig sehe. Wir machen weiter mit den technischen Daten für die Familienmediathek zugelassen, erforderliche Android-Versionsnummer 5.0 oder höher. Eine Nummer der App kann ich jetzt nicht erkennen, doch hier, das müsste sein Version 11.0. Und bei 60 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 3,1 Sternen. Die App erinnert mich an das, was Apple mit dem iPhone bietet, jedenfalls von der Beschreibung her. Ich habe weder ein iPhone 10 noch ein 8 Plus, kann also dieses Portrait Lightning oder wie es heißt, Lighting nicht. Wie das daraus kommt, weiß ich nicht. Ich habe diese App getestet auf meinem Honor 9. Durch die Duallinse kriegt man ja sowieso schon ganz nette Porträtbilder hin. Und wenn man die Bilder dann in die App reinlädt, dann kriegt man noch witzigere Ergebnisse hin oder noch nettere Ergebnisse. Allerdings muss man sagen, Focus mit PH geschrieben, rechnet doch die Auflösung ganz schön runter. Ihr habt also irgendwas mit 1364 mal 600 irgendwas Pixel, glaube ich, kommt da raus. 1 Megabyte ungefähr groß. Focus helps you to edit the backgrounds of your photography in a unique way. It adds depth of field to the subject by blurring the background automatically. Also, wenn ihr in der App direkt ein Bild macht, der Background wird geblurrt. Die automatische Erkennung funktioniert auf dem Honor 9 gar nicht schlecht. Noch besser sieht das wirklich aus, wenn ihr schon eh ein Porträt mit dem Handy geschossen habt. Und dann habt ihr ja mit dem Portrait-Mode, ihr habt Portrait Lighting. Dann wird Impressive Stage Light angewendet auf das Foto. Das sieht wirklich auch ganz nett aus. Oder Monolighting, dann sieht das wie ein Schwarz-Weiß-Porträt aus. Ihr könnt Color Splash Aesthetic Gray Filter hinzufügen. Color Blend gibt es. Dann könnt ihr die Farbe des Hintergrunds ändern. Einen manuellen Editier-Mode gibt es. Da könnt ihr dann noch manuell ändern die Area, den Bereich, der geblurrt werden soll. Mehr gibt es dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht schlecht. Die Auflösung sollte nicht so weit runtergerechnet werden, dann wäre es noch besser. Aber um ein bisschen rumzuspielen, kann man sich einfach mal kaufen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.